BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Die Geburtshilfe in der Alpklinik in Münzingen endet vorerst mit dem letzten möglichen Geburtstermin am 4. Mai. Danach ist noch für die Nachsorge mit einem der Belegärzte bis zum 9. Mai gesorgt. Aber wie geht es insgesamt weiter? Bis jetzt wurde die Geburtshilfe an der Alpklinik durch zwei Belegärzte gewährleistet. Das bedeutet, die beiden Ärzte betreiben eine eigene Praxis und führen zusätzlich im Krankenhaus die Geburtshilfe durch. Die Doppelbelastung ist den Ärzten jetzt jedoch zu viel geworden. Darum haben sie sich entschlossen, die Arbeit am Krankenhaus aufzugeben. Jetzt soll es eine Hauptabteilung für die Geburtshilfe geben. Eine Hauptabteilung bedeutet, dass die Ärzte im Krankenhaus angestellt sind und im Verbund mit dem Klinikum am Steinenberg diese Geburtshilfe machen. Aktuell gäbe es jedoch keine umsetzbare Lösung, betont Landrat Thomas Reumann. Denn um eine Hauptabteilung einzurichten, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet ist, benötige man 8 Fachärzte, die diese betreiben. Wenn man sich anschaut, wie sieht die Situation derzeit aus, es gibt einen erheblichen Mangel an Fachärzten, auch im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Es ist so, dass nach einer Untersuchung der Universität Heidelberg 50% der Krankenhäuser händeringend entsprechende Fachärzte und Assistenten suchen. Also es wird nicht leicht werden, das muss man ganz ehrlich sagen. Für das Alpklinikum wird es auch schwierig, die momentan angestellten Hebammen zu halten. Laut Antje Buck, der Teamleiterin der Münzinger Hebammen, versuchen schon andere Kliniken, diese abzuwerben. Aber man wolle zum Standort Münzingen stehen. Wichtig sei es vor allem, eine tragbare Lösung für alle zu finden. Ach, wir haben uns so gefreut, dass der Landeskrankenhausausschuss uns am 26. März diese Erlaubnis gegeben hat, die Zustimmung gegeben hat, eine solche Hauptabteilung einzurichten. Und deshalb ist es schon betrüblich und deprimierend, dass uns diese Lösung jetzt aus der Hand geschlagen ist. Aber wir wollen jetzt auf den Weg machen und ein tragfähiges Konzept erarbeiten. Wir wollen gucken, ob wir das hinkriegen, ein tragfähiges Konzept, das auch zukunftsfähig ist, so eine Hauptabteilung einzurichten. Noch wollen die Verantwortlichen die Geburtshilfe an der Alpklinik nicht aufgeben. Inwiefern alle Beteiligten ein funktionierendes Konzept auf die Beine stellen können, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Bei der Bürgermeisterwahl in Hechingen am Sonntag gewann der erste Beigeordnete der Stadt, Philipp Hahn, mit über 90% der Stimmen. Seine Konkurrentinnen waren nahezu chancenlos. Auf den zweiten Platz mit 7,8% schaffte es die 37-jährige Bullardinger Wirtschaftsjuristin und Wirtschaftspsychologin Sabine Abasi. 0,6% der Stimmen bekam die Balinger Diplomverwaltungsverding Petra Koch. Die Sindelfinger Dauerkandidatin Friedi Miller bekam 0,5% der Stimmen. Hahn hatte bereits in der Zeit, als Bürgermeisterin Dorothea Bachmann abwesend war, deren Aufgaben übernommen und galt so als absoluter Favorit in der Zollernstadt. Überall ist es aktuell zu finden. Ein klebriges gelbes Gemisch bedeckt das Auto, die Gartenmöbel und alles andere, was seinen Platz vor oder bei geöffnetem Fenster auch im Haus hat. Die Staubschicht ist eine Mischung aus Fichten, Kiefern und Rapspollen. Auf das heilige Blechle sollte in dieser Zeit tatsächlich etwas aufgepasst werden. Denn der Staub kann den Lack angreifen und nimmt auch die Sicht beim Fahren. Doch schon eine einfache Autowäsche löst das Problem. Die Fichte wird noch bis Juni blühen. So lange wird die klebrige Masse durch die Region fliegen und bleibt überall da hängen, wo sie Platz findet. Soweit die BW1-Nachrichten mit dem Wichtigsten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.